Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darknet. Beim letzten Mal haben wir easy das Gena-Ding gehackt und irgendwie innerhalb von 8 Minuten, glaube ich. War ja schon mal wieder ganz schnieke. So, was haben wir für's? Okay, leider ist es jetzt so, dass ich keinen. Naja, hier könnte ich noch. Überall verliere ich höchstens noch was. Ich könnte das probieren. 57,7% Schwierigkeit, 1,5% wenn ich gewinne, 20 Minuten Zeitlimit, 466 Bitcoins. Lade Zugangsschlüssel für die Netzwerkzentrale einer Großstadt herunter. Klingt interessant. Grafische Darstellung des Netzwerks wird geladen. Ja, wird irgendwo eine Million drin sein, oder? Ne, doch nicht. Hier wahrscheinlich. In dem Eis. Wow. Okay. Hier war das genau das gleiche wie gerade eben. Interessant. Exakt das gleiche. Aber hier kommen wir natürlich easy ran. So, dann schauen wir mal, wo haben wir die Datenkristalle? Da oben sich nur Geschützte. Boah, das sieht doch mal super schlecht aus. Holy moly. Das sieht nicht gut aus. Sieht wirklich nicht gut aus. 11.000. Wenigstens zwei hätte ich ganz gerne. Zwei grüne. 12.000. Okay. Das wird leider nicht wirklich was, oder? Also für den Beginn ist es nicht ganz so optimal. Netzwerksuche aus. Na gut. Wird schon. Erstes Ziel wieder die 1 Million. Okay. Na, ich würde ganz gerne noch ein paar grüne mitnehmen. Hey, das ist natürlich praktisch, wenn ich das sehen könnte, ne? Na, ihr bringt schon ein bisschen Kohle. Da ist einer. Ja, einen vierten brauche ich Minimum. Sonst kann ich das sofort vergessen eigentlich. So, hier war ich schon drin. Zeig mir die Kristalle. So ein Dreck aber auch jedes Mal. Kostet wahnsinnig viel Zeit, die Dinger hier mal abzusuchen. Gut. Auf geht's dahin. Nummer 1 weg. Nö, doch nicht. Ach, hier erstmal. Das war erst der Virus, um die Firewall loszuwerden. Firewall von dem einen Virus drumherum. Einen haben wir noch. So, den Wächter. Von der anderen Seite noch. Oh, wie komme ich denn da hin? Ist ja super räudig. Hm.
Was noch sonst? So, kann man gleich mal ein Virus kaufen? Das wäre ganz cool. Ein 12.000er fehlt noch. Muss ich die hier noch durchhacken? Da muss ein bisschen schneller gehen alles. Ah, 5.000 fehlen noch. Fehlen etwa noch. So, da kann man hier auf jeden Fall den einen, der eine Firewall wegnehmen. Eine ist noch drin. 15 Minuten habe ich noch. Ist auch nicht so einfach, oder? Daran zu kommen. Gesichert von 1000 Seiten. Eine Firewall hat er noch. Kein Geld mehr. Ein Kristall bräuchte ich mal. Haben wir irgendwo noch einen? So ein Scheiß, dass ich das nicht sehe, wirklich. So ein Dreck. Macht es einfach viel zu kompliziert. Hm. 13 Minuten. Hm. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich hier das bezweifle, dass das es wird. Hier ist wenigstens mal einer drin wieder. Ein grüner. Na. Hm. So, theoretisch möchte ich hier ganz gerne einen Wurm einschleusen. Dahin, dann müsste er die Firewall auseinandernehmen. Tschung! Oben muss ich aber auch noch irgendwie ran. Nee, okay, nice. Boah, ist das räudig, ey. Mehr als räudig kann ich dazu echt nicht sagen. Oh Gott, die Links. Oh.
Hätte eh nicht funktioniert. Ah, okay, ich bin eins verrutscht. Funktioniert, glaube ich, alles nicht. Was ich hier machen möchte. Das hier könnte funktionieren. Der Virus. 1, 2. Wow. Der ist hier nach oben ausgelöst. Wie dumm ist das denn? Beide müssen. Hm. Funktioniert nicht. Hätte funktioniert, wenn das nicht wäre. Ja, funktioniert nicht. Scheiße. Okay, was triggert denn da? Dürfte doch gar nicht. Da auch nicht sehr viel. Scheiße, ey. Ich komme da nicht ran. Nicht mit 5 Vieren. Oh. Viel zu wenig, wirklich. Müsste das nicht aber funktionieren? Okay, nice. Ich war schon, dachte schon, na, das wird nichts mehr. Aber der Stamm sieht sehr schwierig aus. Ich muss irgendwie ein Virus einschleusen, aber hier sind 3 Firewalls davor. Ein bisschen Kohle habe ich ja noch. Exploit kann ich mir kaufen. 9 Minuten, Leute. Bisschen unter Zeitdruck hier. Leck mich. So, 2 Firewalls. Fehler. Exploits. Wenn du Zugang zu einem Knoten haben möchtest, wähle Viren im Menü. Will ich nicht. Scheiße, muss ich jetzt ernsthaft? Ernsthaft killen? Ist eine Firewall durch? Ja, okay. Wobei der da hinten ist problematisch. Das Ding hier. Los, du kleiner Wurm. Nom, 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 nom.
Und auf geht's zum Stamm. Ich habe noch 7 Minuten für den Stamm. Also ganz klar von unten. That was the plan, dass die genau die beiden übrig bleiben. Leck mich! Das hätte gut funktioniert. Nehmen wir die beiden raus. Na, der da hinten sieht kritisch aus. Fuck. Wie hab ich denn das gerade gemacht gehabt? Ich muss von unten rein. Anders geht es gar nicht. Ich glaube, von hier oben könnte man es noch versuchen. Doch, wenn er von hier kommt, ist okay. Aber hier muss der wirklich von da kommen. Den da müsste ich noch auslösen. Drei habe ich noch. Wäre schon ganz cool, wenn er den hier auslösen würde. Natürlich nicht. Versuchen wir es mal. Warnung. Noch 5 Minuten Daten gesichert. Okay. Bitcoins. Ah, das war ziemlich knapp. Die 1 Million, die kam ich echt schwerer, muss ich sagen. Die haben es mir echt nicht leicht gemacht, muss ich. Das war schon heftig. 1,5% dazu, 466 Bitcoins und 2 neue Berichte. Firmenumsätze steigen weiter. Mehrere große Unternehmen kündigten in einer Reihe von Presseaussendungen vor, Handelsstand einen Rekordzuwachs im vorigen Quartal und kräfteten so Berichte, wonach die finanzielle Instabilität ein Überbleibsel der letzten Finanzkrise gewesen sei. Insider begründen den erhaltenen Erfolg mit einem Anstieg im öffentlichen Vertrauen und einer Entspannung der Regierungsregulierung in wichtigen Märkten. Ist der Internetverkehr von unternehmensnahen Netzwerkprotokollen in derselben Zeit um mehr als 68% gestiegen, was den positiven Marktausblick für die nahe Zukunft gestärkt hat. Und Nguyen nennt ihre Netzblockade kriminellen Akt. Nach einem angeblichen Angriff auf die Netzwerkarchitektur von Nguyen Global in Peking versagten heute die Netzwerkprotokolle des Unternehmens. Trotz eines komplexen, hochmodernen digitalen Sicherheitssystems war der Zugang zum Netz 12 Stunden lang unterbrochen. Der daraus resultierende reduzierte Internetdatenstrom traf sowohl den Shanghai als auch den Shenzhen-Markt schwer. Wir werden uns von diesen Kriminellen nicht ein zweites Mal überraschen lassen, sagte der Präsident von Nguyen Global, Li Wan. Wir haben unsere Verschlüsselungsmethoden bereits verschärft und Überwachungsprogramme installiert, um unseren Netzdatenverkehr zu sichern. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hat sich die Internetgeschwindigkeit wieder normalisiert, aber der Schaden der Nguyen Global Marke bleibt bestehen. Okay, nice Sache, Leute. 2 Level noch, dann haben wir die Datenansicht freigeschaltet. Wir machen uns eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.